Hallihallo, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge zu dem Landwirtschaftssimulator unter 0 FPS mit dem Schrobi. Ja, das bin ich. Hallo, willkommen. Schön, danke fürs Zuschauen oder fürs Einschalten oder so, ne? Ja. Wir haben jetzt was beschlossen. Die Bäume da oben am Feldrand 41 kommen weg. Müssen weg. Muss weg. Genau. Schrobi kann nicht damit leben. Ja, das ist immer nervig, wenn man die. Wenn man da mit einem Schwader oder sonst wie vorbeifährt, immer bleibt man hängen. Genau. Da werden jetzt ein paar Bäume gefällt und dann ist Ruhe hier. Ruhe im Schacht. Genau. Genau. So machen wir dann das. Baumstämme werden auch gleich weggefräst. Genau. Dann haben wir das alles ganz ordentlich gemacht. Mhm. Und dann kann ich mich mal umsehen, was ich dann mache. Ich denke mal, die Felder sind schon bald fertig. Ja, du kannst da die Kartoffeln und den Körnermais wegfahren. Wollt genau. Doch auch. Nee, geht nicht, weil du. Weil ja. Nee, doch, geht schon. Ich stelle ja unten dann den. Das. Holzanhänger ab und dann ja, hast genau. Du den IT-Runner und kannst den Getreidecontainer nehmen oben. Genau. Dann fahre ich dann das erstmal weg. Ich würde ja gerne Raps mal wegfahren auf 100%, aber Raps wird ewig, hängt schon seit Ewigkeiten auf 97%, meine ich. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das halt wieder sich erholt hat. Genau. Aber dafür können wir dann schön einlagern alles und... Genau. So, 99%. So, da ist schon der Schrubi. Das Baummonster. Bäume müssen weg. So. So. Also der Baum war ja sehr nervig hier. Ja, der Schild-IB steht schon unten in der BGA, gell? Ja, das, aber ich fäll jetzt erstmal die Bäume. So. Aber Laubbäume wirst du nicht wegschaffen. Nee. Das tue ich mir nicht an. Nicht nochmal. Nee. Laubbäume sind so schlimm zum Frost, das ist immer so... So schlimm ist das. Ja, dass dir man weiß ja, letztlich vor ein paar Folgen da, Folge 8 oder 7 oder was das war. Ja. Ewig lang mit diesen kleinen, fummeligen Ästen da rumgemacht und so. Genau. So. Auskippen. So. Haben wir richtig gut Ertrag hier. Ja. Oh ja. Der Baum fällt jetzt sofort um. Die anderen nicht. Nee. Ja. Wir haben jetzt 12% Füllstand schon. Und ich habe immer noch nicht alles weggefahren. Ja, also dann. Diesmal haben wir richtig viel Füllstand irgendwie. Ja. Ist schön, dann haben wir wenigstens wieder was fürs nächste Mal. Genau. Was wollen wir uns dann anschaffen eigentlich? Na dann. Ah ja, Feld. Feld, ja. Vielleicht nicht nur eins, vielleicht sogar zwei. Dass wir gleich loslegen können. Dass wir oben das Feld 30 noch kaufen, das haben wir glaube ich immer noch nicht. Ja. Weil dann ist das erstmal gekauft.
Warum habe ich jetzt nicht gefällt? Das ist ja gut. Er hat sich getarnt, den habe ich übersehen vorher. Er hat sich als Wald getarnt, als Rest des Waldes hat er sich getarnt. Ist ja auch ein Nadelbaum. Tarnt sich immer. So. So, jetzt noch die ganzen Grasflecken ja noch aufsammeln. Ja. Das ist immer so eine blöde Arbeit. Ganzen Grasflecken ja mitnehmen. Soll ich gleich die Baumstämme auch wegmachen? Oh, da rollt was runter. Es haut ab vor dir. Von mir aus. Soll er hinhauen, wo er will? Ich werde ihn schon finden, den Baumstamm. Was bringt denn eigentlich mehr? Häckselgut oder doch Bäume? So. Ach, ich würde fast meinen, das Häckselgut dann letztendlich mehr bringt, wenn du das im Angebot verkaufst. Weil für Bäume gibt es ja kein Angebot. Nee. Keine Nachfrage oder keine hohe Nachfrage halt. Nee, nicht wirklich. Was ich schade finde, weil Holzpreise, ja. Holzpreise sind auch nie fest eigentlich. Ja, völlig, das variiert ja schon auch, ne? So. Aber immerhin noch 31% Ladewagen. Ja. Von dem Rest. Ist schon genügend. Da hinten wäre auch noch was, ne? Hast du schon. Also hier noch bei mir ist auch noch einiges. Ja. Da kriegst du schon noch. Da kriegst du noch 50% zusammen. Glaube ich nicht. Wie lange will der jetzt denn noch rollen? Hat er jetzt ausgerollt? Der rollt immer noch. Ja. Der hat hier schon das Ding dran. Die Poltergabel. Da wird mal hier ein bisschen gepoltert jetzt. Polterabend. Ja, Polterabend. Warst du schon mal auf dem Polterabend? Nee. Nee. Hat noch keiner in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis geheiratet. Ach so. Ja, doch. Doch. Ja. Na, Polterabend gibt's doch davor. Meistens. So eine Tradition. Da poltert man. Mit Geschirr. Nee, sowas machen wir nicht. Nee. Wir sind alles arme Leute, wir können uns das nicht leisten, Geschirr zu zerdeppern. Nee, keine Ahnung. Wobei es ja eh so viel Keramik, also Geschirr und so gibt, ne? Ja. Muss ja nur mal schauen in diesen Hilfesammelstellen oder vom Roten Kreuz oder was weiß ich, wo da ist. Da ist immer nur Geschirr und Gläser und Teller und Zeug. Ja, aber das kannst du nicht zerdeppern. Das sind nur für arme Leute. Ja. Nee, aber ich meine halt, da gibt's halt so viel, weil halt die Leute alle so viel Geschirr übrig haben irgendwie. Weil das ja theoretisch ein Leben lang hält, aber man will halt dann immer mal irgendwann was Neues haben und dann kauft man sich halt aber neues. Na klar. Geschirrservice, wenn man denkt, ja, die Abwechslung und das Alte ist halt immer noch da. Und was macht man dann, ne? Mit dem. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal die Bäume hier alle entasten. Manche haben auch noch Geschirr da. Die Bäume entasten, wenn du willst. Das ja, mach ich gleich. Ich will noch schnell noch verdichten und dann zumachen. Muss ja noch mal alles hier. Okay, Silo zudenken. Gut. Dann habe ich zugedeckt. Ich will erstmal ganz kurz gucken, wie die Felder sind. Nicht, dass die. Na gut.
Die werden langsam reif. In der nächsten Folge können wir die dann angehen. Verdammt. Da liegt ein Baum quer auf einen anderen Baum. So. Jetzt kommt Schicksal. So, gut. Ach, hier liegt auch noch was. Naja, egal. Tja, so viel. Das wäre noch mal ein ganzes Silo voll gewesen. Ach, glaube ich nicht. Mindestens. Was heilig, wenn nicht sogar zwei. Aber mein Wunsch wäre mal, alle Silos da unten mal voll zu machen. Bis oben Ja, hin. da kannst du lange schaufeln dann. Kriegt ein paar Millionen zusammen. Naja. Okay, wir haben ein Problem mit dem Baum. Problem oder was? Na ja, weil der Baum da oben auf dem anderen Baum hängt. Kannst du den nicht richtig entasten? Naja, da muss man dann noch. Komme ich dann mit dem Teleskoplader und tu den. Was leckt es hier bei mir? Ja, du läufst auch ganz komisch. Ich komme auch nicht mehr voran. Irgendwie. Ich laufe mal und dann setzt mich wieder zurück. Aber jetzt geht's. Ah, ich glaube, du musst dein Spiel mal neu installieren. Vielleicht mal wieder komplett neu. Oder mal hier Spieldateien überprüfen. In Steam. Weiß nicht, ob das daran liegt. Naja, Schaden tust sicherlich nicht. Denke ich mir mal. So. Könnte ich mal machen. So. So. Nehme ich mir halt gleich mal den hier. Schade, dass die Bäume so ein bisschen buggy sind. Ja, halt immer noch Multiplayer, so da funktioniert es immer noch nicht so richtig. Nee. So. Ja, schon mal. Ja, das meiste habe ich weggekriegt. Also wie gesagt. Gut. Ich glaube, du teilst die auf. Du kannst am besten abschätzen. Ja. Wieso rollt er jetzt? Ja, keine Ahnung. Er rollt halt gern. Hat er einfach hier, kann man das einfach komplett weg. Oh, da liegt ganz genau. Naja, der liegt ganz gut, ne? Ja. Man kann den hochnehmen und ich säge dann so weit ab, dass ich. Naja, da mache ich jetzt eh mehrere wieder. Dadurch jetzt eh erstmal alle sägen. Also ich tue die jetzt immer so hin und her fahren und halt die richtige Länge. Das ist schwierig, weil es am Hügel ist, gell? Ich glaube, Das geht schon. der hängt unter dem IT-Runner. Ich da raus. Gut, reicht, reicht, reicht. Ist schon draußen. Bitte die alle nebeneinander hinlegen. Nee. Das sieht schon sehr spaßig aus hier. Ja. Ist Aber wieder geht so. schon. Geht schon. Okay, gut. Ich schneid. Nein, 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 nein. Also, nicht bereit. Mal. Machst du denn? Der ist noch nicht so schön dran. Ah, komm ein bisschen weiter rüber, will ich einfach nur. Geht schon. Ich könnte Ja, mit wieder ne, habe ich. ich könnte mit einem Aktor dran, mit einem anderen Traktor ranschieben. Das könnte ich machen. Jetzt ist es gut, jetzt passt's. Jetzt passt. Ja. Okay, warte, da komme ich. Oh Mann. Ja, jetzt ist er eigentlich von der Länge gut, jetzt kannst du halt da praktisch
an diesem Metallgitter halt an der Ecke da abschneiden. Okay, let's go. So, das ist jetzt so ungefähr die Länge. Ja. Fahre ich da zum nächsten. Ah, so machst du das immer. Das Problem ist halt immer, ja, Wetter. Jetzt. Gut. Da, Gott. Alles klar. Da liegen zwei ja nebeneinander. Na, ist blöd. Nee, noch ein bisschen weiter höher. Ach, weißt du, das schneidet jetzt einfach so ab. Ja, das geht schon so genau, musst du ja nicht. Kannst ja da ein bisschen weniger nehmen dann. Also ungefähr gleich lang sind diese halt. Oder ein bisschen. Vielleicht beide nehmen. So, Genau. warte, ich muss den anderen noch. Da komme ich nicht ran. Oh, jetzt. Oh Gott. Wunderbar. Das geht echt viel schneller, gell? Anstatt dann mal erst hinzulegen, durchzuschneiden. Naja, nee, so hat man halt jetzt alle Bäume und kann dann alles schön zugeschnitten. Ja. Wenn man halt da ein bisschen schneller hinkommt noch. Gut, warte, ich hab schon. Warte, Oh nein. doch nicht. Ich sehe nichts wegen dem Gras. Ah, gut, das geht schon. Irgendwie geht schon. Na, ah, was Ja, machst jetzt du? soll es eigentlich passen. Ja. So, und den anderen noch. Ja, gut. So, die anderen passen eigentlich, was der Rest quasi, ne? Da hinten ist noch einer. Ja, zwei, drei haben wir noch. Drei noch. Da Hier ist zwei noch und der andere einer. ist ja was runtergerollt ist. Ne, drei, vier, oh. Da kriegen wir auch wieder ordentlich Geld für die Bäume jetzt, ne? Ja. Noch. So. Hinhauen, ne? Wenn es ein kleines bisschen Überlänge hat, macht er auch nichts. Ja, das ist ja nicht, muss ja nicht ganz genau gleich sein. Das geht dann erst mit dem Scorpion King. Ja. Der wäre auch eine Anschaffung, gell? Ja, klar. Aber das würde ich auch erst später halt. Das ist halt immer. Außer wir wollen ja haben eher auf Forst gehen. Du bist viel zu weit rechts. Na gut, du bist 1 Meter zu Passt. rechts. Ja, gut. Oder? Warte, Nee, warte. nehme ich 1 Meter weg von hier. Ja, Auch geht kein schon, warte. Problem. Bin ich doch, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt der Beste. Oder? Ja, gut. Warte, hier ungefähr. Da. Der hat dann nicht richtig entastet. Total. Boah, hier so direkt am Baum, genau. Ja. Oh, warte. Einmal still. Der Baum bleibt nicht still. Der fiese Baum. Oh, ich habe jetzt nichts hier. Ah. Oh, manchmal Buggy mit dem Sägen. Manchmal siehst du es nicht, ob der sägen Und kann nicht so oder. laut sägen, sonst wächst du den, der da im Wohnwagen wohnt. Was? Da wohnt einer im Wohnwagen. Ach so. Ja, Nicht so stimmt. laut sägen. Ja, stimmt. Auf leise sägen. So, warte mal, ich will mal hier versuchen noch zu entasten. Ja, hier geht's zumindest. Gut.
Ah, ja, reicht eigentlich schon. Guck, haben wir schon Ja, da machst du hier. halt ein bisschen kürzer als jetzt so vorher, weil er da hinten drüber steht. Verhindern. Ja, So, wunderbar. fertig. Aber da ist noch irgendwas nicht entlastet bei dem, was du gerade weggesägt hast, ne? Jetzt. Da geht dann echt schneller, gell? Mit dem Aufladen. Ja, finde ich schon. Ich habe echt viele Bäume umgesägt. Ja. Hast du deine Wut ausgelassen? Ja. War Kommen noch wir gleich von genug. der anderen Seite her. Ja, ich mache erstmal die Spitze weg. Ja. Ja, sehr gut. Und die Okay. Spitze doch noch da. Wieso sind die immer noch da? Da muss man die Spitze auch noch nehmen. Ja, gut. Das kann man zum Schluss oben drauf legen. So, naja, gut, Pi mal Daumen hier. Warte mal, ich kann noch ein bisschen. Ja, jetzt bist du genau. So, Pi mal Daumen. Ich mach mal hier so. Also ein bisschen hier in der Höhe ein bisschen unterschiedlich, aber sollte schon hingehen. Ja. Boah, ist doch gut. Ja. Forstwirtschaft ist auch wieder mal eine Abwechslung, gut, finde ich. Geht, oder? Ja. Ich finde, man muss auch ein bisschen Abwechslung haben. Ja. Oh, den anderen kleinen, den brauchen wir ja nicht. Da ist noch ein fetter Ast. Oh. Noch mehr. Weg. Da. Ja. So. Gut. Die Anzeige, die backt immer rum. Ja. So. Geht der anderen Seite, da habe ich mehr Platz. Da ist so der Hügel gleich. Hier ist der Schnitt. Ja, ich schieb's ein bisschen weg. Jetzt hat er wieder zurückgerollt, oder? Na, es reicht schon. Reicht schon. Ich mache einfach hier einen Meter ab. Warte, warte. Stopp. Jetzt sollte ich Jetzt. hinhauen. Muss schon einen Meter weniger nehmen, vielleicht. Naja. Diese backische Anzeige, ey. Ja. Ja, weil jetzt hat er eben gerade den anderen Staumbaum hier anvisiert. Ein Staumbaum. Ja. Was habe ich gesagt? Staumbaum. Was? Baum, No! halt doch Baumstaum. Baum. Stammbaum. Nein, Baumstamm. So. Naja. Oh. Also schaffen wir noch die Folge, das noch zu verkaufen und. Verkaufe, ich glaube nicht so ganz, oder? Nicht. Also was aufladen können wir noch. Also bei mir steht jetzt schon wieder 25 Minuten. Ja. Was schaltest du immer die Spitze so weg? Warte halt erst. Die Länge passt, oder? Nee, eigentlich nicht. Die Spitze vorne hätte es dann gepasst eigentlich. Ich wollte die Spitze, dass die wieder wegspawnt. Nee, die ist eigentlich. War schon. Dann habe ich das. Nee. Ja, da muss man weniger. Na, ist egal. Mach einfach. Das ist halt dann der längste Baum. Den legt man Ja, dann der als. passt dann schon. Der passt halt schon. Das wollen wir jetzt nicht rumtun.
Oh, da die Bäume. Ah ja, unten aber noch einen. Haha. Der wollte abhauen. Das gibt's nicht. Ich muss erst mal gucken, wie die Aha, Pferde. du musst laufen, ich kann fahren. Ja. Aber ich gehe mal schnell in Escape rein und gucke mal, wie Pflanzensterben aus ist. Ja. Dann spule ich mal die Zeit ein bisschen vor. Wegen der PGA. Ja, mach mal bis 11 oder so, vielleicht kommt da ein Angebot. Vielleicht stimmt es echt, dass immer um 11 Uhr ein Angebot kommt. Ja, wäre schön. So. Ja, durch. Ja. Jetzt. Ein dickerer Baumstamm. Hast die Spitze jetzt ruhig mal dran? Glaub, die habe ich eh schon gesägt. Noch Passt. fast. Oh, was gleich 11. Na, schauen wir mal. Oh, ist schlechtes Wetter. Oh no. Können wir das Mähen vergessen, oder? Nee, nee. Ja, solange es nur bewölkt ist, ist nicht. Ich muss ja halt dann gucken. Es kommt erst irgendwann am Samstag, also praktisch in 2 Tagen. Und jetzt haben wir ja Donnerstag gerade die Anzeige, dann kommt am Samstag ist dann erst Regen angesagt. Halt, was tue ich? So, jetzt geht's jetzt aufladen los. Ach, komm schon. Muss passen. Nicht rein oder wie? Weil ich den also blöd am Rand habe hier. Ja, stimmt. Hätte den schon mittig nehmen sollen. Ja. Juhu! Der erste Baumstamm. Ja. Das erste Geld. Ist gleich um 11. Ja, schauen wir mal. Ja, BGA Silage. Yeah. Ja, Wie 18 passend. Stunden. Ja, schauen wir, ob wir den 18 Stunden dann auch. Ob wir das hinkriegen? Ja. Könnte knapp werden, hä? Ja. Ich guck mal bei der BGA rein schnell. Wie Das viel Gären Pro. geht eigentlich mal recht schnell. Ja, deswegen, ich spüre jetzt mal vor. 18 Stunden. Weil BGA Silage, das wäre natürlich spitze. Wie gibt denn das dann? Da Da steht ja müsste. dabei 200% jetzt. Ja. Also doppelter als der Normalpreis. Ja, deswegen ja. Richtig gut. Ist gut, ist sehr gut. Immer 16.000 pro Schaufel. Ja. Oder noch 25% mehr. sind wir jetzt. 26%. 27%. Es steigt sogar noch. 202%. Oh, das könnte so knapp werden. Würde das gern schneller gehen, wenn ich das Pflanzenwachstum hochschalte? Ja, das ist ja keine Pflanze, die wächst, oder? Ich glaube nicht. Weil ich habe das Pflanzensterben ausgeschaltet. Also es kann uns nichts verderben oben. Ja. Um 18 Stunden. Oh, das war so knapp, weißt du das? Ja. Sollen wir wieder mitten in der Nacht dann machen, wahrscheinlich. Ja. Ach Gott, ich habe jetzt wieder ein Gefummel hier mit dem blöden.
So, ja, da müssen wir mal ganz schnell. Ich bin mal ganz kurz AFK in der Aufnahme. Tut mir leid, ich muss aber schnell mal eine Milch und was zu essen machen für meine Tochter. Das machst du Weil. für dich selber, deine warme Milch. Das Baby Aber ist. wir sind ja schon bei 30 Minuten. Da können wir Naja, wir eigentlich auch können eigentlich auch schon. fertig machen und dann Ja. machen wir nächstes Mal weiter, ja? Genau, machen wir Genau, nächstes Mal dann weiter. schaufeln wir hier, sagen wir, Silage schaufeln und weiter Holz, ne? Ja. Aufladen. Okay, gut. Okay, dann Dann bis danke fürs gleich. Zuschauen. Bis gleich, bis später. Bye bye. Kannst du die Zeit steuern? Nee, gell? Nee, musst du machen. Okay, gut, alles klar. Dann bis gleich und bis zur nächsten Folge. Bye bye. Tschüss. Oh, schon wieder falsche Taste.